So, ich zeige euch zum Beispiel ein Programm, was nicht, zum Beispiel ein Browser, zum Beispiel, das nicht deinstallieren lässt. Drückt man hier drauf, mal zeige ich euch, kann man nur reparieren und das andere auch. Und das heißt, ich habe da ausprobiert mit einem Programm, was immer nicht deinstallieren lässt. Und zum Beispiel in Edge, zum Beispiel, das kann sich auch ändern. Wir machen das Programm öffnen. Dieses schöne Programm, das gibt es natürlich auch nur kostenlos zum Download. Und wir gehen hier mal auf jetzt Programm deinstallieren. Das müssen wir warten. Weil die ganzen Programme, die da drin sind, müssen suchen und so ein bisschen größer machen. So, heute gab es Updates für OBS. So, dann bringen wir hier dieses schöne Programm. Dann geben wir hier deinstallieren. Dann wird wieder aufgefordert, dass man hier noch ein ja, weiterklickt, dass man jetzt hier deinstallieren kann. Kann man was anderes drauf machen, zum Beispiel Firefox. Und zack, kann man ihn deinstallieren. Ganz einfach. Dann klickt man auf Durchsuchen, Standard. Und sucht man diese beiden Dateien. Das ist hier unter, das ist hier meine Dateien. Da sind noch diese Software-Dateien und drücken jetzt auf fertig, ja drücken, Sicherheitsmodus und wenn ihr deinstallieren will, dann braucht nichts davon und das ist auch kostenlos. Wenn Programme nicht deinstallieren wollt oder so, dann geht ihr auf Durchsuchen, Standard. Dann gehen wir Haken an. Und ja, dann lasst ihr das alles so drin. Und ja, das heißt, da ist der Edge. Alles, was Edge hier drunter ist, einfach runter damit. Aber er kann natürlich auch so machen. Weiter, ne? Ja, ich bin sicher. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt drücken wir auf. Gucken, wie viele Dateien drin sind. So, ich klicke auf alle auswählen und ich drücke jetzt auf nicht klicken, dass wir das löschen wollen. Und ja, wenn wir jetzt Edge eingeben wollen, zum beispielsweise, zum Beispiel denkt, okay, ist es fort oder ist er nicht fort? Das ist jetzt erscheinende Moment, geht das Programm und der, ja, der andere hockt und wir können noch nicht deinstallieren, weil wir haben das Programm auch runter deinstalliert. Und ja, drückt man jetzt so weiter drauf, dass man das Ganze hier den Edge ja deinstalliert. Vorher darfst du, könntest das Ganze free, das ist eine Free-Version damals gewesen, könntest du freiwillig den Edge deinstallieren. Und ist er verknüpft. Kann man nicht so einfach nicht deinstallieren. So, dann gehe ich jetzt alles. Das ist alles von Edge, oder wie? Okay. Gehe ich jetzt auf alle markieren. Alle markieren, das ist hier Local Software. Und solche Sachen. Ich drücke mal weiter. Und ja. Löschen. Ja. Und hoffe ich, dass ich kriege eine Kackmeldung nicht weg. Natürlich habe ich Google Chrome hier drauf. Die Dateien, Noten. Das System wird noch nicht aufgefordert zu starten. Okay. Ja, ist ja normal, nicht? So, mal kurz gucken. Deinstallieren. Jetzt kann ich nicht deinstallieren, sondern ich muss Neustart auffordern. Also, ja, ist egal. So. Und ihr müsst euer Windows neu starten, dann muss es eigentlich funktionieren. Wenn es nicht funktioniert hat, dann, ja, da müsst ihr aber Alternativen durchgreifen. Ne? Also schöne Bilder habe ich aktuell drauf. Und ja, neue Videos. Und ja, und das war's.